Hallo meine liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zurück zu eurem Astrologie-Kanal auf YouTube. Das ist die allgemeine Vorausschau für Januar 2019. Mein lieber Krebs, im Januar ist die Sonne in deinem Partnerschaftshaus im Sternzeichen Steinbock. Im Bereich der Beziehungen und des Berufes ist die Zeit gekommen, sich ernsthaft um eine Situation zu kümmern, die zurückgeblieben ist und die eine gewisse Handlungspflicht erfordern kann. Hierbei sind nicht nur Privatbeziehungen gemeint, sondern auch die Beziehung zu einer Gesellschaft, Firma oder Institution. Deine Beziehungen und Begegnungen werden in besonderer Weise mit allen Dingen verbunden sein, die deine Lebensgrundlage darstellen, wie zum Beispiel Bankkonto, Rente, Versicherung und Grundversorgung. Im Bereich des Geldes könnte ein neuer Finanzplan erstellt werden und dieser könnte gegen deine Interessen stehen. Wohnungs- und Familienangelegenheiten können ein Grund für Sorgen sein oder man wird diesbezüglich eine entscheidende Lebensphase beenden. Am 1. geht Mars in das Sternzeichen Widder ein. Der Einfluss dieses Transits streckt sich bis Anfang Februar. Mars in Widder verstärkt die kämpferische Seite deines Charakters. Du dürftest entweder ein neues Projekt starten oder neue Initiativen selbst ergreifen. Du wirst versuchen, dich mit Energie und Mut zu behaupten, dennoch ist empfohlen, in allen Lebensbelangen geduldig, strukturiert und strategisch zu handeln. Ansonsten wirst du mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Und das will man natürlich nicht. Mit dieser Marsstellung in deinem 10. Haus kannst du andere Menschen motivieren und zur Handlung anregen. Manche Krebs-Aszendente können leicht Konflikte mit ihren Mitmenschen haben, wenn sie nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen, insbesondere von 6. bis 11. Januar. Mit der erhöhten körperlichen Energie, die du haben wirst, könntest du Sport betreiben oder einfach Bewegung in deinem Alltag integrieren. Wenn du berufstätig bist, könntest du Konkurrenz bei deiner Arbeit bekommen. Zwischen 4. und 6. Januar hast du eine partielle Sonnenfinsternis in Steinbock. Du könntest überraschende Nachrichten über jemanden hören. Partnerschaftliche Angelegenheiten werden bis Mitte Februar für Aufregung sorgen. Wenn Probleme auftauchen, wird man diese stufenweise lösen, denn man bekommt die Unterstützung, die man braucht. Zwischen 12. und 22. Januar ist eine Konjunktion zwischen Venus und Jupiter vorhanden, in diesem Fall in deinem 6. Haus. Du dürftest jemanden bei einer wichtigen Angelegenheit unterstützen oder du selbst bekommst die Unterstützung von jemandem. Wenn es in den vorherigen Wochen gesundheitliche Beschwerden gab, dann dürfte man eine deutliche Verbesserung erleben. Und wenn du große Schulden hast, dann dürftest du dir Geld leihen. Berufstätige und Arbeitgeber werden vergangene Konflikte oder Missverständnisse überwinden. Es kann sein, dass ein Bekannter von dir heiratet. Viele Krebs-Aszendente werden einen nahen und häufigen Kontakt mit Tieren haben. Man könnte sich mit diesem Transit ein Haustier wünschen. Zwischen 18. und 19. ist Merkur in Konjunktion mit Pluto in Steinbock. Ein tiefgreifendes Gespräch oder wichtiger Termin kann stattfinden. Eine Aufgabe bedarf viel Konzentration und Aufmerksamkeit. Manche Dinge können sich schnell und unerwartet verändern. Man macht sich ernsthafte Gedanken um etwas oder um jemanden.
Am 20., mein lieber Krebs, tritt die Sonne in Wassermann ein. Wir haben die Sonne in deinem 8. Haus. Bis Monatsende dürfte eine wichtige Angelegenheit geklärt sein. Geldverluste können aufgrund von rechtlichen oder sozialen Anforderungen zustande kommen. Eine totale Mondfinsternis in Löwe am 21. ist vorhanden und das geschieht in deinem 2. Haus. Das heißt, unbedachte Handlungen, Entscheidungen und Spekulationen können verheerende Konsequenzen haben. Daher ist es empfohlen, bei den gewohnten Bahnen zu bleiben. Dieses kommt besonders zur Geltung bei Geldangelegenheiten. Deine Lebensprioritäten können sich durch den Einfluss dieser Finsternis komplett umwandeln. Was früher für Sicherheit und Halt in deinem Leben gesorgt hat, wird jetzt zum Hindernis oder du musst mit Verluste rechnen. Im positiven Sinne wirst du dich von einer Situation befreien können, die dich in deiner Entwicklung zurückhält. Mein lieber Krebs, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose für Januar 2019. Wenn es dir dieses Video gut gefallen hat, Daumen hoch! Und bitte vergiss nicht, unseren Kanal jetzt zu abonnieren, sodass du keine Videos verpassen kannst. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.